Hey, wir sind zu einer weiteren Folge von DS4. Ja, wir sind heute hier für den ersten Durchgang in Engelberg auf der alten Schanze, weil ich doof bin und nicht die neue eingestellt habe. Aber was soll's, wir starten mit ATI Gror. Mit dem doppel-estischen Paket starten wir heute. Mit super Bedingungen und starten mit 134,5 Meter super Noten. Schauen wir mal, wo das im Endeffekt dann sein wird am Ende, aber es könnte reichen, könnte nicht reichen. Wir werden sehen, weil die Bedingungen halt so super sind. Kevin Maltsev, dem geht es nicht so gut. Der macht die 130,5 Meter. Also der ist da eher auf dem unteren Ast hier angekommen. Naja, da auch der Wind ist jetzt gerade nicht der beste. Der kann auf jeden Fall mehr. Das haben wir schon in der Qualifikation gesehen. Mit den Höchstweiten von über 140 Meter. Und ja, 136 Meter, das ist schon eher einmal besser, zum Beispiel jetzt Jan Habtas, der das gemacht hat. Philipp Sakala. Schauen wir mal, was er hier macht, der Tscheche. Ja, das war auch wenig, eher 131,5 Meter. Ja, wie gesagt, er hat es hier geschafft, die 140,5 in der Qualifikation, was der viertweiteste Sprung hier war, den ich hier jemals gesprungen bin. Also auch hier über die Hillsize, zwar nicht so weit, aber 139,5 Meter, ist der 20. beste Sprung hier und ja, ist wieder vorne. Weiter geht's mit Daniel Andre Kakina, der hier jetzt ran darf. Mal schauen, was er hier macht. Boah, das ist auch solide, 133,5 jedoch, mal schauen. Es war solide, aber es war halt wahrscheinlich ein Ticken zu wenig. Alex Insam für die Italiener. Ja, macht auch vieles richtig. Aber ist dann auch nicht so weit. 134 Meter ist es geworden, Rang 4. Ja, schauen wir mal. Alexander Schnieschol jetzt. Hat sich gerade so qualifiziert. Schauen wir mal. Oder eher im unteren, die unteren 10 war er auf jeden Fall. Er kommt jetzt hier knapp über die Hillsize mit 137,5 Meter und liegt damit mal auf Rang 2. Weiter geht's, nächster Springer, Domen Preotz. Ja, in echt muss er seine Form suchen, hier auch. Also schauen wir mal, vielleicht kann er hier was finden. Ja, auch er kommt an die 137er Marke, überspringt sie knapp und ist damit auf Rang 3. Nächster Springer, Etunusianum. Für die Finnen. Ja, schauen wir mal. Ist auch hoch unterwegs, aber das heißt hier nichts. Man kann nämlich zu hoch auch hier wegspringen und das ist Rang 6 mit 134,5 Meter. Weiter geht's. Nächster Springer, Yukiya Sato. Mhm. Macht schon mal vieles gut. Kommt auch über die Hillsize. Springt ja auch 137,5 Meter. Ist ex aequo auf Rang 2 jetzt mit Alexander Schnieschol. Nächster Springer ist jetzt Piers Paschke. Was kann er hier uns vorlegen? Ja, das war zu viel, was er wollte. Nimmt dann einen sehr unteren Ast und ist damit mehr oder weniger abgestürzt, da er so spät unterwegs war. So, weiter geht's jetzt mit David Kubacki, der in der Qualifikation gestürzt ist und damit sich qualifiziert hat. Hätte er aber trotzdem eine gute Weite gehabt mit 138,5 Meter. Hier jetzt 135,5 Meter ist Rang 5 und meiner Meinung nach sollte das eigentlich reichen von der Weite her für den zweiten Durchgang. Wir werden sehen. Jetzt kommt Niko Kytosaho für die Finnen. Mhm. Macht seine Sache auch nicht schlecht, 136,5 Meter, ist im Moment Rang 5. Nächster Springer, Vitali Kalinitschenko. Ja, auch okay, aber vielleicht fehlt da noch ein bisschen was nach unten. 133 Meter, Rang 12. Da sieht man halt erst unten, ob man so wirklich weit springt oder nicht, denn hier kann man schweben oder dann fallen und man ist auch auf der gleichen Höhe. Hier Fatih Ada Ipcioglu, das war jetzt nix, da war einfach der Absprung zu spät. Lovro Kos darf jetzt ran. Hat die Skier ein bisschen ins Gesicht bekommen.
Aber der kommt weit. 138,5 Meter. Das ist Rang 2. Nächster Springer, Manuel Fettner. Ja, nicht ziemlich gut unterwegs. Hier muss er noch ein bisschen aufholen auf die Leute, die vor ihm liegen. Aber das ist schon mal ganz ein guter Sprung. Das ist Rang 6. Roman Kudelka für die Tschechen. Ja, die sind halt auch angeschlagen, echt. Aber mal schauen, ob sich mal wieder ein Tscheche nach vorne kämpfen kann. In naher Zukunft, wir werden sehen. 135,5 Meter sind es jetzt hier für ihn geworden. Das ist im Moment Rang 9. Ja, mal schauen, ob das reicht. Mal schauen. Karl Geiger darf jetzt hier auch mal sein Können unter Beweis stellen. Hat er halbwegs. 135,5 Meter sind es geworden. Wiederum Rang 9 ist jetzt 6 geworden mit Roman Kulka. So, 30 nach oben. Das heißt, jeder, der jetzt die Führung übernimmt, ist automatisch weiter. Plus einen je mehr Springer kommen. Sandro Haus wird zum Beispiel jetzt mal in der Luft. Macht solide 136 Meter. Ist im Moment auf Rang 8. Kobayashi damit schon mal im zweiten Durchgang. Das war eigentlich eh klar, dass er das schaffen würde. Casey Larson. Das ist ein bisschen steil an sich. Der bremst wahrscheinlich hier. Kommt aber trotzdem noch auf eine halbwegs gute Weite mit 134,5 Meter. Man muss aber sagen, er ist auf Rang 14. Ob das reicht, sei mal dahingestellt. Nächster Springer, Dominik Peter. Ja, das war auch zu früh, definitiv. Und da fehlt die Weite nahen, einfach generell. 131 Meter, nur Rang 20. Nächster Springer ist Robert Johansson. Ja, der macht das ordentlich. Kommt auch an die Hillsize, aber nicht drüber. 136,5 Meter sind es. Das ist Rang 6, da er Supernoten hatte. Also der ist da auch in Schlagdistanz von den Führenden im Moment. Keiichi Sato. Nach ihm sind wir genau bei der Hälfte angekommen. Die ersten 5 sind somit dabei. Er mit 133 Metern nur auf Rang 20. Und das bedeutet eigentlich schon mehr oder weniger, dass er weg ist. Ja, bis im Moment die ersten 5 mit dabei. Also doch die Weite vielleicht höher anzusetzen als gedacht. Um sich zu qualifizieren. Naja, wir schauen weiter mit Jan Hörl. Der hier auch super springt. 138 Meter, die Noten sind nicht das, was er vielleicht sich gewünscht hatte, deswegen nur Rang 7 mit der dritthöchsten Weite. Nächster Springer ist jetzt Johann André Vorfang. Auch er kann einen guten Absprung hinlegen, verpasst dann aber ein bisschen weiter noch. 135 Meter, das ist nur Rang 19, auch er nicht wirklich die beste Landung hingelegt. Nächster Springer, Stefan Kraft. Ja, der hat es im Bewerb anscheinend letztens auch ein bisschen. Naja, der Wind verdreht in Garmisch. Garmisch, ja, müsste gewesen sein. Ja. So. Rang 20 mit 134 Meter. Also auch er höchstwahrscheinlich nicht dabei. Nächster Springer, Peter Priots. Es war auch ziemlich spät, da wollte er direkt an die Kante. Ist aber nach hinten losgegangen, nur 132,5 Meter. Rang 24, das ist eindeutig zu wenig. Stefan Huller. 20 müssen ja ausscheiden, in dem Fall eigentlich 21. Denn wir haben ja 51 hier, das darf ich auch nicht vergessen. Rang 15 für ihn bei 135 Meter. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Radek Riedl jetzt. Er hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert von Start Nummer 1 auf Start Nummer 31. Schauen wir mal, ob er das heute wieder mitnehmen kann. Boah, das war eine Weite. 140 Meter. Das ist die Führung. Super. Nächster Springer ist jetzt Philipp Aschenwald. Ja, das war auch ein bisschen zu viel, zu früh. Auch er, Rang 29, ist dann mal draußen damit.
So, ich muss mal kurz hier auf die Uhr schon nebenher. Ich darf nämlich was nicht übersehen. Bald kommt nämlich meine Essenslieferung. So, weiter geht's mit Jakob Wolny, der hier auch gut in der Luft liegt. Ja, er Wolny hat es geschafft wieder mal. 137,5 Meter. Supernoten, Rang 4. Hat also eine gute Schlagdistanz auch. Weiter geht's mit Ance Lanischek. Ja, macht seine Sache hier auch gut. Auch er kommt über die Hilfsweste in die Noten gut. Ja, sind sie. 138 Meter, das Rang 3 für Ance Lanischek jetzt. Auch von ihm gute Leistung. Nächster Springer ist Ren Nikaido für die Japaner. Er hat es auch knapp geschafft in dem Durchgang. Ja, dafür ist er jetzt eindeutig draußen. So schnell kann es gehen. Frederik Willemstad jetzt und nach ihm sind die ersten 15 mit dabei. Man muss ja einen mehr rechnen. Schauen wir mal. Der Norweger, auch gut. 138,5 Meter, Rang 6 jedoch, wegen den Noten, sage ich jetzt mal. Ne? Bis inklusive Rang 15, das ist im Moment David Kubacki. Nächster Springer, Kamil Stoch. Was kann er hier uns zeigen? Sage ich auch gerne. Zeige ich auch in dieser Situation. Und er kann uns viel zeigen. Der war gut. 139 Meter. Passable Noten. Rang 4. Der ist da auch voll in Schlagdistanz. Weiter geht's mit Daniel Vasiljev. Für die Kasachen. Sehr solide. 138 Meter. Rang 7. Nächster Springer Giovanni Bresadola. Was kann der Italiener hier? Der ist bis jetzt sehr, sehr gut gewesen, aber hier kann er uns nicht das zeigen, was er bisher gezeigt hat. Nur Rang 28. Antti Aalto, auch immer ein Top 10-Kandidat. Schon über Jahre hinweg jetzt bei uns. Und schauen wir mal, ob er das heute auch wieder zeigen kann. Ja, vielleicht war ein bisschen zu viel drauf. Schauen wir mal, 136 Meter sind wir in Rang 18. Das sollte eigentlich reichen, ja. Da ist er schon dabei, so viel kann man sagen. Und nach Andreas Wellinger haben wir die ersten 20, die dabei sind. Also schauen wir mal, wo ihr hier landet. Kann auch auf jeden Fall sich qualifizieren für den zweiten Durchgang, bis inklusive Rang 20. Das ist im Moment Roman Kudelka und Karl Geiger. Stand jetzt haben wir 31, 10 sind noch oben. Angefangen jetzt mit Philipp Raimund. Ja. Der ist ein bisschen kurz. Nur Rang 33, 132,5 Meter ist zu wenig. Naoki Nakamura. Schauen wir mal, was der Japaner hier schafft. Ist, glaube ich, bisher der. Macht einen sehr guten Eindruck hier auch. 139,5 Meter. Hat super Noten. Das ist Rang 1. Das ist Rang 1 für Nakamura jetzt. Francesco Cecon ist der nächste, der runter darf. Auch der Italiener. Boah, viel zu früh. Viel zu früh. Das war nix. Das war halt echt nix. Und das vergessen wir schnell. Weil der war echt mega kacke. Marius Lindvik. Darf jetzt ran, der Norweger hat ja den letzten Bewerb schon ein bisschen aufgezeigt schon mal. Landet jetzt auf Rang 21 mit 135,5 Meter, macht aber nichts, er ist dabei. Nächster Springer Junichiro Kobayashi. War in der Qualifikation schon stark. Mal schauen, ob er wieder stark ist. Schaut auf jeden Fall mal hoch aus. Kommt nicht ganz so weit wie in der Quali, aber 137 Meter ist solides Mittelfeld, Rang 14. Gregor de Schwanden. Ja, mal vorne, mal nirgends. Mal schauen, was heute hingeht. Heute wird er zu kämpfen haben mit Rang 28. Da ist er auf jeden Fall noch nicht mit dabei. Das wird knapp für ihn. Halber Egner Granerød jetzt. Letztens sehr, sehr stark gewesen. Mal schauen, was heute bei ihm geht. Ja, das scheint zu kurz sein, ja. 133 Meter, Rang 36, das ist zu wenig.
für ihn. Das ist zu wenig. Damit schon mal die erste Sensation hier. Konstantin Schmidt hat die letzten zweimal nicht gepunktet, aber das erste Springen gewonnen. Hier und heute Rang 17. Also er kommt wieder zurück in die Punkte. Das ist schon mal gut. Naja, nicht komplett aus dem Punkt, aber einmal war er nicht drinnen. So viel ist sicher. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch Markus Eisenbichler, der hier auch eine gute, solide Leistung hier setzt. Aber einer kommt, der noch stimmt. Ist in der 51, nämlich der Gesamtweltcup-Führende bisher, Timi Zajc. Ja, macht hier einiges richtig auch. Der war auch stark, aber er stürzt. Bei 139,5 Meter stürzt er. Das ist schade, aber es sind sowieso sehr, sehr viele qualifiziert. Denn auch noch Nussian, Casey Larsson und De Schwanden sind durch den Sturz dabei. Das heißt, wir haben 33 Leute im zweiten Durchgang. Na Halleluja. Das ist viel. Aber man muss auch ehrlich sagen, Timi Zajc wird sich nicht mehr so viele Chancen ausrechnen können auf Punkte. Starten wir also mit ihm gleich. Ja, war schade. Wäre weit vorne gewesen. Auch hier wieder sehr solide. Aber ja, so ist es halt. 136 Meter jetzt von ihm hier. Vielleicht staubt er noch einen Punkt ab, wenn ein paar schlechter springen. Wir werden sehen. Eton Nussianen jetzt. Er macht mal die erste wirkliche Vorlage auf 137,5 Meter. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Casey Larsson. Ich würde hier nie wen abschreiben, außer irgendeiner verkackt den Sprung halt komplett. Also, ja. Auch Casey Larsson, wiederum erster, 0,1 Punkte für Eton Nussianen. Also, es geht hier Schlag auf Schlag. Auch Krieger des Schwanden, der hier hart profitiert hat. Und der ist ja weit vorne auch. Also, er hat von dem Versagen von Zajc direkt profitiert, denn der kann auf jeden Fall mehr Position gut machen. Und der ist ja auch nur 0,1 Punkte hinten wieder. Also, die schenken sich hier schon mal gar nichts, die ersten drei. Die haben sich 0,1 Punkt geschenkt und waren vorher schon exequo. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Arti Aigro hat es mit der Startnummer 1 geschafft, wie ich eigentlich predicted habe, dass ich das ausgehen sollte. Hier auf jeden Fall deutlich besser. Und ist jetzt um 0,4 Punkte erster. Also das geht jetzt hier echt knapp auf knapp. Stefan Huller, der Nächste, der jetzt hier runter darf. Oh, der muss hier schon sehr früh aufmachen, weil man sich verklickt hat. Naja, was will man machen, ne? Was will man machen? Markus Eisenbichler. Ja. Macht auch einiges richtig, aber fällt zurück. Mit 135,5 Meter. Der fällt auf Rang 5 zurück und im Moment macht er damit keine Punkte. Darf man nicht vergessen. Ein paar machen heute keine Punkte. Jan hat das. Die letzten drei nämlich, aber einen haben wir ja schon. Also die letzten zwei von der Wertung da oben. Naja. Schauen wir mal, wer das sein wird. Habtas macht zum Beispiel Punkte, aber Eisenbichler und Zajc nicht im Moment. Roman Kudelka. Na, dann schauen wir mal, wer dann davor dringen kann nach diesen Springen. Scheint dann wieder sehr interessant zu werden. Kudelka macht schon mal einen guten Sprung hier auf 137 Meter. Das ist die Führung für ihn. 0,4 Punkte wiederum. Karl Geiger war auf Rang 23. Nach Durchgang. Wow, was ist denn jetzt los mit meinen. Ich habe schon wieder die Zitterhände, ne? Damit ist auch er mal weg vom Fenster und im Moment macht nur Zajc dann keine Punkte. Meine Güte. Naja. Magnus Lindwig. Dafür ist er ein bisschen zu kurz. Dürfte damit vor Zajc noch sein. Ja, ist er. Okay, weiter geht's mit Antti Aalto. Keiner scheint irgendwie von den hohen Startnummern Punkte machen zu wollen. Also mal schauen, wer dann nachrücken kann eben. Und das heute abstauben kann. Rang 6 jetzt für Antti Aalto. Der nächste ist jetzt David Kubacki.
Ja, macht einen guten Eindruck. Kommt auch gut runter. Und ist mit 138 Meter mal auf Rang 1. Aber auch nicht deutlich. Keiner kann sich da irgendwie absetzen. Also man sieht hier auch den Trend des ersten Durchgangs. Ein sehr, sehr knappes Feld. Und dann, wenn man zurückfällt, fällt man ordentlich zurück. Sandra Hauswirth macht einen Sprung von 35,5 Meter und verliert man schon mal ein paar Plätze, nämlich auf Rang 8. Andreas Wellinger war 19. nach Durchgang 1. Verliert hier auch Plätze. Rang 11 ist es dann schon nur. Und schon machst du fast kaum Punkte, ne? So schnell kann es gehen. Nico Kütersauer. Der nächste. Ist in Ordnung. 136,5 Meter. Kann sich da auf Rang 2 einfügen. So, Konstantin Schmidt, der könnte jetzt viel profitieren, wenn er weit springt und gute Noten hat. Schauen wir mal, ob ihm das gelingt oder nicht. Nee, auch nicht. Der fällt auch weit zurück. Auf Rang 14 nämlich. Der ist noch hinter Lindwig, aber vor Zeitsch. Macht auch wenig Punkte. Also die hohen Nummern möchten heute nicht punkten. Mal schauen, wer dann nach vorne sich drängen kann. Wir werden sehen. Manuel Fettner darf jetzt ran. Der hat hier einen guten Flug bisher. Ein bisschen Wackelei in der Luft, aber 137,5 Meter. Gute Noten. Bringen ihn mal auf Rang 1 mit 1,9 Punkte Vorsprung. Das ist doch mal ein bisschen was. Da kann er sich schon mal ein bisschen was mitnehmen. Jan Hörl schon in der Luft. Er möchte natürlich dasselbe. Kommt nicht ganz mit seinen Teamkollegen, aber immerhin Rang 5. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weiter geht's hier um Shiro Kobayashi. War auf Rang 14. Ja, macht einiges richtig auch. So, schauen wir mal, wie so eine Zeit hier ausschaut. Okay, meine Bestellung müsste bald hier sein. Rang 10 war er jetzt hier und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich musste wahrscheinlich jetzt jeden Moment weg, mal kurz. Ich hoffe, das beeinflusst dann das Finale nicht. Robert Johansson. Ja, macht auch einen soliden Eindruck. Mit Rang 12 jedoch ist das halt, ja, einfach von der Weite her zu wenig, muss man sagen, wie es ist. So, schauen wir mal. Domen Prietz. Kann er sich nach vorne bewegen oder muss er sich eher nach hinten orientieren? Ja, schaut nicht so schlecht aus. 136,5 Meter, das ist Rang 2. Da ist er gut unterwegs. Nächster Springer ist Alexander Schnieschol. Der kommt, der ist gut. Der ist verdammt gut. Der ist super. 140 Meter, Rang 1. Und zwar deutlich. Der war super. Der könnte hier und heute locker auf dem Podium landen. Wir werden sehen. Yuki Asato jetzt. Der möchte dasselbe wahrscheinlich. Kommt aber nicht ganz mit, denn er fällt bei 138 Meter. Ui, ui, ui. Und damit ist er noch hinter Timmy Zeitsch, der. Ja, damit keine Weltcup-Punkte macht, so wie es ausschaut. Weiter geht's. Fredrik Willumstad. Hat die Skier ein bisschen ins Gesicht bekommen. Ja, kann mithalten. Ist auf Rang 2 damit. Aber wir haben hier ein bisschen Punkte. Guthaben. So, weiter geht's. Daniel Vassiljev, der war auch stark. Der ist auch immer stark. Ja, kann man sich sehen lassen. Rang 3 mit 138 Meter. Der hat halt anscheinend nicht so mit den Noten, aber trotzdem gut unterwegs gewesen wiederum. Jakob Wolny. Ja, auch nicht ganz wirklich gut. Rang 11 fällt er damit zurück. Lovro Kos, wir sind schon auf Rang 6.
Nach Durchgang 1. Ja, kommt auch nicht über die Hillsides. Bleibt auf Rang 6. Aber das ist dann zurückgefallen eigentlich. Dann, naja, schauen wir mal. 5 noch oben damit, ne? 1, 2, 3, 5. Ja, das eigentlich. Ich kann zählen. 5 sind noch. Kann es doch. Der macht's auch gut. Ja, super. 139 Meter. Noten passen nicht ganz, deswegen Rang 2. Aber trotzdem doppelpolnische Führung jetzt mal hier. 4 nach oben. Ance Laniszek. Kann er da mithalten? Nein. Nein, nein. Rang 8 jedoch. Trotzdem ein Top-10-Ergebnis. Da ist er noch hinter seinen Teamkollegen hingefallen. Aber schauen wir mal. Schnieschuhl und Stoch scheinen relativ sicher zu sein. 3 noch. Ryoyo Kobayashi war in der Quali gut, war im ersten Durchgang gut. Was kann er im zweiten Durchgang jetzt rausholen? Auch einen guten Sprung, aber war sein Schwächster dieses Wochenende. Trotzdem Rang 3. Kommt er aber nicht ins polnische Sandwich. 2 haben wir noch. Radek Riedl jetzt. Radek Riedl hat super Bedingungen. Ja, macht auch einiges gut, aber kommt da nicht ganz mit. Ist damit mit 137 Meter auf Rang 4. Und jetzt kommt nur noch einer, nämlich Naoki Nakamura. Der könnte heute sehr stark profitieren und die Weltcupführung an sich reißen. Schauen wir mal, wie weit er kommt. Ah, kommt nicht über die Hillsides. Kommt auf Rang 5 mit seinem Sprung. Also, interessant. Wir haben hier zwei Leute mit niedriger Startnummer, die weit vorne gelandet sind. Nämlich Alexander Schnieschuhl gewinnt hier vor Kamil Stoch und Ryoyo Kobayashi. Ja, damit werden die beiden das erste Mal Punkte anschreiben, so wie es ausschaut. Und Kamil Stoch, der kann profitieren von einem Podiumplatz. Auch Nakamura wird Plus machen, Wiedlumstad, Vasiljev. Schauen wir mal, wie das dann in der Gesamtwertung ausschaut. Timi Zeitsch bleibt weiterhin vorne vor Markus Eisenbichler und Konstantin Schmidt. Vierter ist jetzt aber Kamil Stoch vor Granerud, De Schwanden, Schnieschol, der jetzt 100 Punkte hat dadurch. Und Junjiro Kobayashi, der jetzt irgendwie genau auf 100 Punkte kommt. Dahinter ist Nakamura mit 99, ist also auch gut unterwegs. Und Radek Riedl sogar auf Rang 10. Ja, das ist doch mal einiges wert. Auch Kobayashi mittlerweile jetzt auf Rang 19. So schaut es dann ganz aus. Jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute ohne Weltcup-Punkte. Kann man ja auch mal so stehen lassen. Und wir werden sehen, ob die dann bald mal punkten oder nicht. Eben. Nächstes Mal geht es dann los mit der Vierschanzentournee. Ich danke fürs Zusehen. Sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dorthin, springt schon brav weiter.